Hallihallo, da bin ich mit einem neuen Format bei mir hier auf dem Kanal und zwar mit einem Gameplay zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich habe das Spiel jetzt schon seit Dezember. Ich habe das Geschenk gekriegt zu meinem Geburtstag von René und habe es da auch schon direkt angespielt und war unglaublich begeistert von diesem Action-Adventure, das ja so Zelda-like eigentlich ist. Von der Grafik und auch vom Gameplay her eigentlich sehr ähnlich. Es ist ein Spiel von Ubisoft, ein Open-World-Schätzchen, könnte man sogar sagen. Und ich werde jetzt hier mit euch komplett einmal neu starten. Ich bin noch nicht so fortgeschritten gewesen, deswegen kann ich ganz gut nochmal von vorne anfangen mit euch, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte. Es macht einfach super viel Spaß, auch wenn ich mit der Steuerung noch nicht ganz so gut zurechtkomme, denn ich spiele dieses Spiel auf der Switch. So. Und die ersten paar Minuten, also auch die erste Folge jetzt, wird hauptsächlich Sequenz sein. Gameplay startet dann, denke ich, eher am Ende dieser Folge. Aber wir genießen das Intro jetzt einfach mal. Nichts als Schweine. Allesamt. Ich kann dich sehen. Komm näher. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen. Erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch und... Wie die Verse des Achilleus werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst, aus Liebe. Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens! Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihm das Feuer zu bringen und dir Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten
Wie lange wird es diesmal? Lange. Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Warte, sage es nicht! So, und jetzt können wir uns einen Charakter erstellen. Intro hat jetzt nur 6 Minuten gedauert. Und man kann sich ja aussuchen, Männlein, Weiblein zu sein. Ich spiele natürlich als Weiblein hier, ne? So. Ich finde, das passt auch ganz gut zu Phoenix. Haare wie... Oh, die sind hübsch. Die mag ich, aber ich mag die hier noch lieber. Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Und ich lasse die rot. Pures Feuer. Pures Feuer finde ich auch gut. Nee, ich lasse die rot. Ich dachte, es wäre orange. Ich nehme rot. Ich nehme kein Bart. Augenbrauen sind mir eigentlich ziemlich egal. Die Gesichtsform. Du weißt schon, so ein Gesicht. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Ja. Ein kluger Vogel, das klingt auch nett. Ich habe jetzt keine riesigen Unterschiede gesehen. Ein bisschen schmaler, ein bisschen breiter, ein bisschen größere, kleinere Augen. So, und ich mag Narben immer sehr gerne. Da weiß man, mit wem man es hier zu tun hat. Mit einer Kämpferin. Na, ist ja alles so Kriegsbemalung. Wie sieht das aus? Oh, das sieht auch cool aus. Das mag ich wirklich am allerliebsten. So ein Cut in der Augenbraue. Irgendwie ist das sympathisch. Ja, und dann sind wir Phoenix. Und ihr merkt schon, das ganze Spiel basiert auf der griechischen Mythologie. Wir haben jetzt... Ich mach mal schon mal weiter, dann geht die Sequenz auch weiter. Basiert auf der griechischen Mythologie. Wir haben Typhon kennengelernt. Typhon ist Sohn von Gaia, der Erde. Und... dem Tartaros, war eine Schildträgerin, der Unterwelt, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Ja, wäre wohl gut. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. So, und da sind wir auch schon. Genau, und wir haben schon gemerkt, Typhon ist hier der Bösewicht. Und Zeus und Prometheus, also der Göttervater und ja, der Ursprung der menschlichen Zivilisation, Prometheus, der auch ganz wichtig für die Kunstgeschichte ist. Die sind hier die Sprecher aus dem Off und wir sind Phoenix. Wie ein dummer Vogel, der sich selbst in Brand gesteckt hat. Nach diesem Spruch fand ich das Spiel einfach schon so witzig, dass ich genau wusste, dass ich es super finden werde. Es ist einfach griechische Mythologie mit viel Witz in einer Open World.
Super. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lohragos! Lohragos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lykyron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. So, und Phoenix hat anscheinend eine Kampfausbildung genossen, denn hier, sie kann so ein bisschen ausweichen und hüpfen und festbacken. Kann ich auch schon irgendwas anderes machen? Ne, bis jetzt kann ich nur ausweichen und mich mal ducken zwischendurch. Und hüpfen. Und jetzt kann ich das Schwert einsammeln. Das Schwert ihres Bruders. Lykyron! Bruder! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Die kann panisch gucken, ha? So weich aus und so hau ich zu. Und pow! Schöne Kombo-Schläge hier. Ah, der war verschwendet, aber... Ciao! Noch mehr? Na gut. Kein Problem. Ausweichen brauche ich nicht. Immer draufhauen, draufhauen. Sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Sehr schön. Gut, dann gehen wir doch mal da hoch mit unserem schicken Schwert von Achilleus. Ja, die Sprecher aus dem Off finde ich auch so witzig. Die bringen so viele witzige Zwischenkommentare. Und es wirkt fast plump, aber... Ich habe nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben. Eigentlich ist es nur witzig. War unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten? Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Prometheus immer so als Fürsprecher für diese Sterbliche. Und Zeus, der sich die Geschichte von Prometheus anhören muss, damit er ihm hilft. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger. Ich habe aus Versehen losgelassen. Ich lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. So, hüpf. Hoch mit dir. Nochmal hüpfen kann ich. Kann ich doch. Konnte ich gerade nicht. Und rennen kann ich auch noch nicht. Aber wir sind hier ja gerade erst angefangen. Und sammeln noch unsere Fähigkeiten zusammen. Was ist das? Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal.
Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte, sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Ambrosia ist das Getränk der Götter. Und sie ist eine Sterbliche, deswegen geht es Zeus so gegen den Strich. Wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Sehr schönes Bild, oder? Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Hey, ich rette dich, random guy. Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. So, und jetzt können wir uns umschauen. Muss ich gedrückt halten. Und kann hier durch die Gegend gucken und Dinge markieren. So. Da. Da war was. Was mir auf meiner späteren Reise halt auch helfen kann. Da war doch noch was, oder nicht? Nee. Doch, da war noch was. Hier. Na komm. Und ich finde das Spiel, das gibt es auf allen möglichen Plattformen übrigens, halt super witzig. Und auf der Switch kann man es wirklich gut spielen. Auch im Handheld ist das halt richtig gut zum Spielen. Deswegen würde sich das tatsächlich mal für die Switch lohnen, sich das zu holen. Aber es geht auch auf allen anderen Plattformen. So. Dann haben wir hier doch schon mal ziemlich viel gefunden. Na, aber den Riss habe ich noch nicht entdeckt. So, wo haben wir denn hier was? Ach, witzig, wie sie einfach diesem Typen... Greif gibt's doch gar nicht. Okay, ich komm dir helfen. Jetzt ruft es einfach. Einfach schnuckelig, dieses Spiel. Ambrosia. Da war noch was. Na komm. Ja, aber ich spiele nicht ganz so viel auf der Switch, deswegen bin ich noch ein bisschen ungelenk hier mit der Steuerung, aber das wird sich im Laufe des Spiels auf jeden Fall geben. Beende die Fernsicht. Schließen. Und da habe ich doch hier schick einen ganzen Teil der Insel entdeckt. Der Fremde, der sich in den Krallen des Greifenwand stürzte, in der Nähe des leuchtenden Risses auf der kleinen Insel ab. Er brauchte eine Heldengestalt. Schnell, da war doch dieser. Ach nein, der wurde geköpft. Was ist mit? Nein, die wurde gefressen. Wer hat diese Kartei aktualisiert? Hades? Gut, also unsere nächste Quest. Springe in den Teich unter dir. Cool. Machen wir. Schließen. Wie komme ich runter? Der Tempel! Unter mir. Ach, hier. Gut, dann springen wir doch mal. Hui! Oh, das wirkt weniger wie eine gute Idee. Chirons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Das ist ja schön. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, ach, da leuchtet was? Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilles würde dir sein Schwert geben. Oh,
Ausdauer geht noch runter. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Oh. Erzähl weiter. Mal gucken, ist echt schön, oder? So, auftauchen. Meine Ausdauer. Das schaffst du, Phoenix. Klasse. Gut. Und mit der schicken Schwimmübung verabschiede ich mich mal für die erste Runde hier. Und wir sehen uns im richtigen Gameplay in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann.